Wir sind hier in Rumänien unterwegs mit unserer lokalen Partnerorganisation ADROM. Für uns in der Diakonie ist es ganz wichtig, mit lokalen Partnerorganisationen zu arbeiten in der humanitären Hilfe, gerade jetzt in der Ukraine-Krise, wo viele Flüchtlinge kommen aus der Ukraine, auch hierher nach Rumänien. ADROM organisiert Freiwillige aus den Gemeinden im Grenzgebiet, die Dienst tun an der Grenze, die die Menschen auf der Flucht hier in Rumänien willkommen heißen, die ihnen das geben, was sie brauchen. Das ist Essen, das ist Trinken, ein warmes Getränk, auch Hygieneprodukte, Decken, wenn es kalt ist und vor allem auch eine Umarmung. Diese Freiwilligen und ADROM sind in Einsatz hier in Rumänien an großen Grenzübergängen wie Siret. Sie sind aber auch an ganz kleinen Grenzübergängen, vor allem an der Grenze zwischen Rumänien, der Ukraine und der Republik Moldau. Da ist nur dieser eine Stand von ADROM. Hier kommen auch viel weniger Leute an, aber jede, die hier ankommt, braucht Unterstützung. Menschen auf der Flucht brauchen Nothilfe, wenn sie über die Grenze kommen. Wenn sie mal draußen sind aus der Ukraine, stellen sich ganz viele Fragen. Sie müssen Zukunftsentscheidungen treffen, überlegen, wo sie bleiben wollen. Da braucht es auch weitere Hilfe, Beratung, Integrationsunterstützung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Geflüchteten aus der Ukraine weiterhin helfen, auch hier in Rumänien.